Andrea Godolski, schön, dass Sie da sind. Hallo. Was jetzt viele doch recht erstaunt, sind folgende Infos, die wir von einem Vertrauten von Anjo bekommen haben. Er habe teilweise 20 Stunden am Tag gearbeitet, heißt es, und er habe seit 14 Monaten keinen freien Tag gehabt. Wie war denn das für Sie als Gesundheitsministerin? Wie viel haben Sie quasi gearbeitet, wenn ich so salopp fragen darf? Ja, wahrscheinlich am meisten in meinem Leben, und ich habe immer Jobs gehabt, wo ich sehr viel arbeiten musste, weil ich unter anderem ja im AKH zu einer Zeit Ärztin war, als es noch keinen Krankenanstaltenarbeitsplatz Zeitgesetz gegeben hat. Und selbst das war noch harmlos gegen den Ministerjob. Also ich glaube, man muss sich das einfach einmal auch so vorstellen, dass man nicht nur jetzt in einem Büro sitzt 20 Stunden, sondern die Aufgaben eines Ministers sind ja unglaublich vielfältig. Und das wird möglicherweise an die Bevölkerung auch viel zu wenig herangetragen. Auf der einen Seite haben Sie natürlich die Verantwortung für ein riesiges Ministerium. Anschober hat vor allem durch die Zusammenlegung mit dem Sozialministerium noch größere Ministerien gehabt. Ich hatte damals Familie, Jugend, ich hatte natürlich auch den Tierschutz, einen Teil der AGES, also die ganzen Zulassungsbehörden, und. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite wirklich Führungsfunktion für zum Teil 600, 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben auf der anderen Seite natürlich ein Programm, das abzuarbeiten ist, das zum Teil natürlich Routine ist, aber das alles das beinhaltet, was das Regierungsübereinkommen so abzuarbeiten hat. Und was heißt abarbeiten für einen Minister? Das heißt natürlich, dass ich die meiste Zeit versuche, Menschen, die das, was da drinnen steht, nicht wollen, davon überzeuge, dass sie trotzdem mitmachen. Nicht? Wir haben wahnsinnig viele Stakeholder, die unterschiedlichste Ansichten und Wünsche haben. Und gerade das Gesundheitsministerium ist da besonders in der Bredouille, wenn ich das so sagen darf, weil die Kompetenzsituation eine sehr geringe ist. Die Spitäler liegen in der Kompetenz der Bundesländer, der Föderalismus, der das goldene Kalb der österreichischen Nation darstellt. Auf der anderen Seite die Sozialversicherungsträger, die natürlich auch Finanziers sind des niedergelassenen Praktiker- und Facharztbereiches. Da gibt es die sogenannte Selbstverwaltung, das heißt strategische Entwicklungen kann ein Gesundheitsminister, wenn er eine rein Aufsichtsbehörde ist, nicht mittragen. Das heißt, alles, was Sie heute machen, sind Rahmengesetzgebungen und auch die werden untergraben. Ich bringe ein Beispiel. Ich habe das österreichische Bundeskrankenanstaltengesetz und dann habe ich gleich einen neuen Landeskrankenanstaltengesetze. Ich habe den österreichischen Strukturplan Gesundheit, eine der großen Dinge, die Maria Rauch-Kallert vor meiner Amtszeit eingeleitet hat, um hier Österreich in Regionen zu unterteilen und die Versorgung besser zu gestalten. Das ist aber sofort untergraben worden durch neun regionale Strukturpläne gesucht. Die ist dann wieder alles für sich. Die wieder alles bei sich gemacht haben. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass diese Überzeugungsarbeit im normalen Arbeitsprogramm schon eine unglaubliche ist. Denken Sie an den ununterbrochenen Kampf der Ärztekammer gegen das Gesundheitsministerium. Jedem Gesundheitsminister graut schon davor, wenn das erste Mal dieses Thema ankommt. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig und man muss so eine Mischung zwischen Fachexpertise und Diplomatie, aber doch Hardliner-Durchsetzungsvermögen haben. Also man würde sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Und in der Pandemie noch dazu. Und jetzt kommt natürlich, jetzt haben wir dann daneben noch die EU und die Besuche in Brüssel, die Besuche in den Bundesländern, die öffentlichen Auftritte, dann ist ja jeder auch noch von einer Partei nominiert. Das heißt, da gibt es dann noch Parteiauftritte. Und somit schaut das Leben schon so aus, dass Sie 7 Tage in der Woche mehr oder weniger 24 Stunden am Tag unter Beobachtung stehen und sicher 18 bis 20 Stunden arbeiten. Ich habe mir mal einen Überblick gemacht, nachdem ich fertig geworden bin. Ich habe im Durchschnitt über diese 2 Jahre meiner Tätigkeit in etwa 11 bis 12 Termine am Tag gemacht. Das geht übrigens nur mit Chauffeur. Da hat's ja, in meiner Zeit waren die Dinge noch anders. Da hat man Rücktrittsforderungen wegen einem Schweinsbratensager gekriegt, respektive es wurde kritisiert, dass man ein Dienstauto besessen hat. Ohne Dienstauto habe ich gesagt, kein Problem, brauche kein Dienstauto, dann kann ich nur mehr 2 Termine am Tag machen, weil da muss ich Parkplatz suchen. Also das heißt, das ist eine wirkliche zermürbende Tätigkeit. Und in der Pandemie ist es natürlich überhaupt ein Horror, weil jeder, der sich jetzt über Rudolf Anschober lustig macht, den ich sehr schätze und der meines Erachtens gute Arbeit geleistet hat. Die meiste Zeit in dieser Pandemie haben wir in die Glaskugel geschaut.
Es ist in vielen Bereichen völlig unklar gewesen, was in den nächsten 14 Tagen passiert. Und er hat versucht, in einer Regierung, die wirklich ganz, ganz schlechte Krisenkommunikation und ganz schlechtes Krisenmanagement macht, eigentlich der Beruhigende zu sein, der Ruhige zu sein, der immer wieder versucht, die Leute heranzuholen und zu verstehen. Und da glaube ich, dass man ihm Unrecht tut, wenn man ihm jetzt mehr oder weniger noch im Abgang in den Rücken getreten hat. Und ich denke, dass er durch diese Ruhe und durch diesen Versuch wenigstens der Kommunikation schon was gebracht hat. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuschauer vielleicht denken, ja, mei, dafür werden sie aber auch ganz gut bezahlt. Wie ist denn das tatsächlich? Ist das wirklich eine angemessene Entlohnung? Und wie leicht ist es denn nach einer politischen Karriere, wenn man von einer Partei kommt, wieder einen Job zu finden? Also ich denke mir, da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Also vielleicht das eine, nein, sie verdienen in der Privatwirtschaft deutlich mehr. Ich bin von der privaten Wirtschaft mehr oder weniger ins Ministerium gewechselt und habe sicher gut, wenn nicht mehr als ein Drittel meines Gehaltes eingebüßt. Jetzt noch einmal, das ist Jammern auf hohem Niveau. Natürlich wird man gut bezahlt, aber wenn ich mir den Stundenlohn ausrechne, dann ist das gar nicht mehr so gut. Und dazu müssen Sie schon einmal auch eins sagen, es gibt ja die sogenannte Parteisteuer. Das heißt, jeder Minister, jeder, ich nehme an, auch alle anderen Funktionen, muss eben einen gewissen Prozentsatz auch an die Partei abführen. Das heißt, es bleibt auch da nichts über. Wenn Sie auf Bälle gehen, erwartet auch die modebewusste Journalistengruppe, dass man immer wieder in einem anderen Kleid da ist. Das kauft einem niemand, sondern das muss man sich selber kaufen. Ich bin mein Leben lang nur auf den Ärzteball gegangen und habe immer dasselbe Kleid angehabt. Nicht ausgestattet wie bei den Oscars. Und, richtig. Und auf einmal musste ich 5, 6 Kleider, die ich nie wieder in meinem Leben getragen habe, sind einige Male eh durch jeden Presse gezogen worden. Also ich war froh, dass ich sie nicht mehr tragen musste. Aber das sind natürlich auch Ausgaben und ich möchte überhaupt jetzt nicht jammern. Nur ehrlich gesagt, ich meine, in all meinen anderen Jobs ist mir in Wahrheit mehr Geld übergeblieben. Das ist einmal die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, nein, Sie haben unglaublich große Probleme nach diesem Ministeramt, vor allem wenn Sie nicht als Urgestein aus der Partei kommen. Zumeist sind diese Urgesteine, die immer schon in Parteien verhaftet waren, die haben natürlich Möglichkeiten in unterschiedlichsten Positionen. Nur Quereinsteiger, und das, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist, Quereinsteiger zu nehmen, weil die einfach einen frischen Wind hineinbringen, einen anderen Blick haben, weil auch ein bisschen eine Wechselbalance zwischen Wirtschaft und normalem Leben und der Politik stattfindet. Nur das Problem, und das habe ich selber am eigenen Leib erlebt, also sie sind punktiert. Ich meine, gerade im Gesundheitswesen ist es natürlich so, dass 90% der Jobs politisch sind in irgendeiner Weise, weil wir natürlich einen hohen politischen Faktor in diesen Funktionen drinnen haben. Und naja, die einen nehmen sie nicht, weil sie waren von der anderen Partei. Die eigene Partei hasst sie immer, das ist eh klar, weil das ist ja die alte Geschichte Freund, Feind, Parteifreund. Und in Wahrheit hat es immer wieder Sager gegeben vom ehemaligen Vizekanzler aus Vorarlberg, der gesagt hat, Austria is too small for me, da hat man sehr drüber gelacht. Aber in Wahrheit hat er das gesagt, was es ist. Sie haben natürlich, das ist ein enges Netzwerk und wenn man irgendwem auf die Zehen steigt, und das muss man, gerade im Gesundheitsbereich. Sprechen wir über diesen Quereinsteiger, weil es gibt ja wieder einen neuen Quereinsteiger in der Politik, der einen ähnlichen Weg gewählt hat wie Sie, quasi aus, als Arzt, als Praktizierender. Der Arzt jetzt zum neuen Gesundheitsminister. Sie kennen ihn persönlich. Was ist Ihre Einschätzung? Also ich halte Wolfgang Mückstein für eine hervorragende Wahl und ich hoffe nur, ich habe mich schon so furchtbar aufgeregt, weil er ist noch nicht einmal angelobt. Er ist einfach nur vor dem Mikrofon gestanden und schon ist in den sozialen Medien darüber diskutiert worden, ob es möglich ist, im Lockdown eine frische Frisur zu haben. Ja, wahrscheinlich hat er sich gekämmt. Das heißt, es ist für mich eigentlich unerträglich, dass egal wer dort steht, und wir hatten ja das Gesundheitsministerium, das Ministerium hat allein in den letzten 15 Jahren ist das der 9. Minister. Wir haben den höchsten Durchsatz in diesem Ministerium, weil es eben so undankbar ist. Richtig. Und es waren ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Couleurs, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Handlungsweisen. Keiner hat gepasst. So, Wolfgang Mückstein, er ist Arzt.
Er ist vor allem praktischer Arzt und das ist sehr, sehr gut, weil damit hat er natürlich wirklich, sitzt er direkt an der Basis und sieht, was die Leute brauchen und wollen. Ich schätze ihn deswegen sehr, Sie wissen, ich habe 2007 begonnen zu kämpfen für die medizinischen Versorgungszentren, also die heutigen PHEs, Primary Healthcare Center, wie wir neuhochdeutsch so schön sagen. Er hat eines der ersten mitgegründet und leitet es sehr erfolgreich in Mariahilf in Wien und ist ein großer, breinender Kämpfer dafür. Das macht ihn mir schon einmal per se sympathisch. Damit kennt er aber auch so ein bisschen diese Schnittstellen zwischen dem intra- und extramoralen Bereich, also zwischen dem niedergelassenen Arzt und dem Spital. Er ist jemand, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Nächstes großes Vorteil, das könnte ein Nachteil werden, kann aber ein unglaublicher Vorteil sein. Es ist ja, wie gesagt, immer die Ärztekammer gegen das Gesundheitsministerium, aus welchem Grund auch immer. Die Kämpfe Dorner gegen Gdolski sind legendär. Er kommt aus der Ärztekammer, hat viele Funktionen, viele Jahre dort gehabt, sehr kritisch, aber doch in dieser Struktur. Und das kann natürlich von Vorteil sein. Und er hat für die Grünen das Koalitionspapier mitverhandelt, Gesundheit und Soziales. Das heißt, er weiß, um was es geht. Und ich traue ihm zu, von seiner Art und von seinem Auftreten, dass er sich nicht so leicht einschüchtern lässt. Er ist nicht ganz so lieb wie Rudi Anschober. Und ich glaube, das ist jetzt dringend notwendig. Und er hat ja schon allein von den ersten Äußerungen gesagt, ich werde auch unbequeme Dinge tun. Das ist richtig. Ich würde ihm halt empfehlen, aber... Ich sitze ja nicht am Muppet-Balkon, aber wahrscheinlich ist es auch gescheit, einfach sich hinzustellen und zu sagen, es ist einiges richtig gemacht worden, aber es ist auch vieles falsch gemacht worden, weil diese Eingeständnisse, wie man bei Angela Merkel gesehen hat, kommen gut. Nicht zu sagen, wir haben auch Fehler gemacht, weil das auch jeder versteht, dass das so ist. Aber ich glaube, dass er dann, wenn er einen sehr geraden Weg geht, gute Möglichkeiten hat, gute Erfolge hat und vor allem bin ich sicher, dass Rudi Anschober ihn hervorragend einschulen wird. Das ist übrigens in dem Geschäft ganz, ganz wichtig, weil sie stehen ja mehr oder weniger mit einem Parlament, das andere Regeln hat, einer Regierungscrew, die andere Regeln hat, einer Internationalität, die andere Regeln hat. Das heißt, ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er die Sache anlegt. Er wird natürlich wie alle Gesundheitsministerinnen und Minister vor ihm die Grenzen haben durch diese goldenen Kälber und den Kompetenzdschungel, den es da gibt. Aber ich traue ihm sogar zu, dass er diese Dinge anspricht und vielleicht unter seiner Führung auch einmal eine Veränderung dieser Kompetenzen kommt. Das würde mich sehr freuen. Wir sind sehr gespannt darauf, was passiert. Ihr Wort in Gottes Ohr. Hoffen wir, dass alles gut geht und dass er uns aus dieser Pandemie herausführt. Vielen, vielen Dank fürs Kommen heute zu uns.